Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Mit diesem Wort aus dem vierten Evangelium heiße ich Sie herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Kirche und wo immer Sie mit uns feiern. Von seiner Gnade, von der Gnade Jesu, von dieser Gnade leben wir. In seinem Namen sind wir jetzt auch versammelt, um zu danken und aufs Neue gewiss zu werden. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand. Zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, wir stehen im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. Beten zunächst mit den Worten des Psalms 143 und ich möchte vorschlagen, dass jeweils wir hier auf der Wandseite der Kirche den Vers bei der Römisch 1 lesen und Sie bitte auf der Fensterseite dann die Verse bei der Römisch 2. Dann hören wir die Melodie, die zu den Worten gehört. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dann beten wir weiter mit eigenen Worten. Zu diesem Gebet dann bitte ich aufzustehen. Jetzt aber der Psalm. Herr, höre mein Gebet, du bist doch treu und schenkst Rettung. Lass mich früh am Morgen deine Gnade hören, denn ich hoffe auf dich. Zeige mir den rechten Weg, zu dir und ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Thank you.
unser Gott, habe allen Dank für deine Gnade, die uns immer neu entgegenkommt. Habe Dank für das Gute in unserem Leben. Habe Dank für die lieben Menschen an unserer Seite. Herr unser Gott, wir suchen deine Nähe. Unser Leben möchte sich auftun für das, was aus deiner großen Ewigkeit kommt. Du bist der Schöpfer. Nimm du uns auch heute wie jeden Morgen neu in deine Schöpferhand, sodass wir nicht bleiben, wie wir waren, sondern werden, als was du uns immer schon siehst. Herr unser Gott, du bist der Erlöser, und wir bitten, nimm du uns heute und jeden Morgen aus alten Verstrickungen heraus, löse uns aus dem, was uns gefangen hält, und lass es möglich sein, dass wir gemeinsam dir entgegengehen. Amen. Ich lese aus dem Evangelium von Lukas, Kapitel 3, die Verse 21 bis 22. Es geschah aber, als das ganze Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, dass der Himmel sich auftat und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabschwebte und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Jesus kehrte nun, erfüllt vom Heiligen Geist, vom Jordan zurück und wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, wo er 40 Tage lang vom Teufel versucht wurde. Und er aß nichts in jenen Tagen, und als sie vorüber waren, hungerte ihn. Der Teufel aber sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesem Stein, er solle zu Brot werden. Und Jesus entgegnete ihm: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch. Und er führte ihn hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt. Und der Teufel sagte zu ihm: Dir werde ich diese ganze Macht und Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben,
und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du niederkniest vor mir, wird sie ganz dein sein. Und Jesus entgegnete ihm, es steht geschrieben, zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, sein Engel ruft er für dich herbei, dich zu behüten, und auf Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus entgegnete ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen zu Ende gebracht hatte, ließ er von ihm ab bis zu gelegener Zeit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gemeinde, etwas vorschnell, es ist wirklich nur ein Arbeitstitel, habe ich aufs Liturgieblatt geschrieben, das eben schon vor 3 Tagen entstanden ist. Lebensbeispiel Jesu, darum geht es auch, aber als Predigttitel ist das ganz ungenügend. Es muss eher so heißen, das Hirtenamt und Lebensbeispiel Jesu, oder man könnte auch sagen, der Heilandsdienst Jesu und sein Lebensbeispiel. Das soll uns beschäftigen, und zwar in der ganzen Zeit von jetzt bis Ostern. Es gibt ja bereits eine Predigtreihe, nämlich zu den Gleichnissen Jesu. Immer dann, wenn wir auch Kindergottesdienst haben, also jeweils am 2. Sonntag des Monats. Dazu jetzt soll diese 2. Reihe kommen, eben das Hirtenamt Jesu und sein Lebensbeispiel. Und ich möchte dabei mit dem Bibellesen und mit der Auslegung durchs Evangelium gehen. Am Bibelabend haben wir begonnen, das Evangelium nach Markus zu lesen, das ganz knapp bei der Taufe einsetzt und dann nur mit wenigen Worten von der Wüstenzeit Jesu berichtet. Jetzt haben wir die längere Beschreibung bei Lukas gehört. Die Predigt hat 3 Teile, nämlich Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Anfang, Taufe Jesu Christi und Jesus in der Wüste. Herr, hilf du selber, dass wir recht verstehen. Amen. Anfang, dieses Wort Anfang, ja, das begegnet uns auf der allerersten Seite der Bibel, im Schöpfungsbericht. Und dann wieder, wenn wir das Evangelium lesen, wortwörtlich bei Markus und bei Johannes. Anfang. Anfang im griechischen Arche, uns bekannt von Archäologie, also Anfang im Sinne von Ursprung. Ursprung des Evangeliums von Jesus Christus. Es geschieht, sagen damit die Evangelisten, ein Neuanfang in ihm, bei Markus, für ihn und für die Gemeinde, in der er zu Hause ist, ist dieser Anfang so recht eigentlich sichtbar von der Taufe Jesu an. Später erst, so dann auch aufgeschrieben bei Lukas und Matthäus, werden die Gemeinden sagen, nein,
Wir wollen schon die Geburt Jesu feiern als den Neubeginn. Aber in einer ersten Zeit, also der frühen Kirche, da sagt man, so ganz sichtbar beginnt das Wirken Jesu mit der Taufe. Dieser Neuanfang Gottes, soweit ihn Menschen fassen können, der scheint zuerst auf bei Jesaja. Alle Evangelisten, die zitieren Verse des Prophetenbuches Jesaja. Ja, man muss sagen, manchmal ist da mehr noch dabei. Es begegnen auch Verse etwa aus Maleachi. Und wenn es Jesaja ist, ist es gelegentlich auch vor allem sogar der sogenannte zweite Jesaja. Aber in der Zeit, da das Neue Testament verschriftlicht wird, da ist es immer noch sehr üblich, einfach einen Prophetennamen zu nehmen und zu sagen, der steht jetzt für die ganze prophetische Verkündigung. Und das ist ganz besonders Jesaja. Bei Jesaja also, soweit Menschen das fassen können, scheint zuerst Gottes Neuanfang auf. Und die Evangelisten legen Wert darauf, dass wir das wissen. Es ist nicht möglich, sagt schon die frühe Kirche, Jesus richtig zu erkennen, ohne dass man die prophetische Verkündigung sich anhört. Insbesondere geht es eben darum, wenn wir schon bei Jesaja, auch ein Maleachi nachlesen, dass wir merken, was da geschieht, dieser neue Anfang in Jesus Christus, das ist nicht einfach auf einmal so. Und schon gar nicht, könnte ich sagen, es geschieht gleichsam aus einer Laune Gottes. Nein, es ist begründet, unergründlich tief in Gottes Liebe, in seinem ewigen Ratschluss und wird ein erstes Mal deutlich bei den Propheten und nun bei der Taufe. Anfang des Evangeliums. Wir sind uns gewohnt, von der Übersetzung, die auch so heißt, zu sagen, ja, Evangelium, das ist gute Nachricht, das stimmt natürlich, aber eigentlich ist gute Nachricht fast etwas bescheiden. Freudenbotschaft wäre angemessener. Freudenbotschaft, denn was da beginnt, das übersteigt nicht nur unsere Vorstellung, sondern das geschieht sogar wider alle Erwartung. Um nur ein Beispiel zu nehmen, im ganzen Ersten Testament, da steht das Wort Heimsuchung für eine erschreckende Begegnung mit Gott, in der er bestimmt ein negatives Urteil sprechen muss. Heimsuchung im Evangelium, ja, da dürfen wir direkt schon an die Erzählung Jesu von den beiden Söhnen denken. Es werden die, die verloren sind, heimgesucht, geholt. Also wirklich eine Freudenbotschaft. Sie übersteigt nicht nur alle Erwartung, sie geschieht sogar wider jede Erwartung, die man haben konnte. Eine weite Zukunft öffnet sich uns. Und sie öffnet sich mit Jesus. Lange war dies bloß oder erst eine Ankündigung, aber jetzt geschieht es. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Er sagt das wortwörtlich in der allerersten Predigt. Das folgt dann gleich nach der Zeit in der Wüste, von der wir in der Lesung gehört haben. Die Zeit ist erfüllt. Da muss ich jetzt das griechische Wort nennen. Im Griechischen gibt es zwei
Worte für Zeit. Das eine ist Chronos. Ja, das ist die Zeit im ganz gewöhnlichen Sinn. Also etwa, wenn ich sage, in 12 Stunden wird es dunkel. Das ist nicht schwer vorherzusagen, das schaffe ich. Das ist eben Chronos, die Chronologie, die läuft einfach ab, das weiß ich. Das zweite Wort im Griechischen ist Kairos und das bedeutet, das nimmt Jesus, wenn er sagt, die Zeit ist erfüllt. Und das ist nun allerdings etwas anderes. Wie soll ich das erklären? Ja, etwas, was wir alle kennen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Einmal war es so bei uns und jetzt beobachten wir es bei unseren Kindern. Wenn die Kinder in die Schule kommen, mit 5, 6, vielleicht auch 7 Jahren, aber nie weiß man ganz genau, wann ist für einen Buben, für ein Mädchen eben der Zeitpunkt, wo das Lernen in der Schule funktioniert, wo das Kind, wie wir dann so sagen, den Knopf auftut. Das ist der Kairos, dieses Knopf auftun. Und nun ist es so, wir wissen ganz sicher, darauf vertrauen wir fest, der Moment kommt. Und wenn es mit 5 Jahren nicht so ist, dann wird das mit 6 so sein oder eventuell noch ein bisschen später. Der Moment kommt. Und der Moment, wo das Kind eben den Knopf auftut, der ist sogar in seinem Wesen bereits angelegt. Nur sehen können das weder Eltern noch Lehrpersonen. Man kann nichts anderes tun, als geduldig und achtsam warten. Vielleicht dauert es nur kurz, vielleicht dauert es etwas länger. Und dann auf einmal ist der Moment da, man staunt und sagt, ah, jetzt geht's. Und so ist das, als Jesus ein erstes Mal predigt in Galiläa, da sagt er, seht ihr, jetzt ist es da. Es war lange angekündigt und man wusste, wenn Gott durch die Propheten etwas ankündigt, dann geschieht's. Aber man wusste nicht wann. Jetzt, sagt Jesus, ist der Moment da, die Zeit ist erfüllt, der Neuanfang geschieht, nämlich sein Reich, nicht fern, sondern hier bei uns. Jesus sagt, es ist nahe, aber nahe, das heißt, wenn er es sagt, da. Es ist da, denn er selber, der es verkündigt, er verkörpert es. Und dann, bevor ich zum Zweiten komme, sagt Jesus noch etwas Wichtiges, nämlich er sagt, wie es für uns möglich ist, auf diese Erfüllung zu antworten. Er sagt, glaubt an das Evangelium. So schlicht. Glaube, das ist die Antwort auf diesen neuen Anfang. Glaube, damit unser zeitliches, vergehendes Leben eine bleibende Grundlage und Zukunft bekommt. Glaube, darin aktiv, dass ich mich dahin orientiere. Glaube darin passiv, dass ich mir Gottes Handeln gefallen lasse. Und darum geht es jetzt auch in der Taufe. Und insofern ist eben, was wir da hören im Evangelium, auch Lebensbeispiel Jesu. Hier Beispiel Jesu. Dafür sich Gottes Handeln gefallen zu lassen. Taufe also, der zweite Punkt, Taufe Jesu. Dieses Eintauchen ins Wasser, das war, man kann das nachlesen in alten Schriften, nicht unbekannt vor Johannes dem Täufer, bei dem es dann eine so wichtige Rolle spielt, dass er eben diesen Beinamen bekam, der Täufer. Übrigens, Johannes der Täufer, der ist auch außerhalb der Bibel bezeugt in einem großen Geschichtswerk. Also der Mann, der ist historisch. Ja, die Taufe, die gab es vor ihm, aber sie war selten. Sie kam etwa vor, wenn jemand, der nicht
eine jüdische Mutter hatte, doch zum Judentum dazugehören wollte, solche Hinzukommende, die wurden oft durch eine Taufe aufgenommen. Es gab auch gelegentlich dann eine Taufe, wenn eine Sklavin, ein Sklave die Freiheit bekam. Man merkt schon, die Taufe, die hatte also zu tun mit Fremden und mit Menschen, die in Sklaverei waren. Hingegen, wer sagen konnte von sich, ich gehöre zum Volk Israel dazu, ich kann sogar einen Stammbaum vorlegen, wenn es sein muss, bis zurück zu Adam und Eva. Wer also sagen konnte, ich gehöre dazu, hat sich niemals einer Taufe unterzogen. Warum dann? Ich bin ja ohnehin längst aufgenommen. Und nun kommt dieser Johannes und ruft die Menschen, und es müssen viele zu ihm gegangen sein an den Jordan, er ruft die Menschen zu sich und tauft und macht damit ohne lange Worte sichtbar, seht, nicht nur etwa, wer sozusagen von außerhalb kommt, fremd ist, nicht nur, wer Sklavin, Sklave war, sondern jede und jeder hat es nötig, diesen Schritt zu tun. Viele, viele gehen dahin und auch Jesus geht. Und wir wissen es, Johannes wehrt ab und sagt, das ist ganz verkehrt. Nicht du mich, nicht ich dich, sondern du mich, so müsste es sein. Du müsstest mich taufen, ich hab's nötig, du doch nicht. Nicht nur Johannes wehrt ab, auch die Kirche hat immer wieder sich schwer getan. Es gibt, soweit ich es zumindest weiß, kein einziges Glaubensbekenntnis, das die Taufe Jesu nennt. Die Geburt, den Weg, das Leiden, das Sterben, die Auferstehung Jesu. Ja, das sind Punkte der Bekenntnisse, aber die Taufe nicht. Man tat sich schwer. Denn die Evangelien erklären ja, die Taufe dieses Johannes, die war Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und dann kommt sogleich der Gedanke, ja, Vergebung, um neu anfangen zu können, das haben wir alle nötig. Aber er doch nicht. Nun aber eben, was Jesus tut, ist beides. Es ist sein Heilandsdienst und sein Lebensbeispiel. Er sagt, lass es geschehen. Lass es zu. Denn die Taufe, die bildet sein Hinabkommen, sein Niedrigwerden ab. Sein Niedrigwerden bis in Gericht und Tod. Er geht ja doch hinab in die Nöte dieser Welt, kommt aus Gottes Ewigkeit und wird arm. Er entäußert sich, wie es der Apostel sagt, aller Macht und Gewalt, um uns Menschen bis hin zum Geringsten und Verlorensten, Untergetauchtesten und Sündhaftigsten nahe zu sein. Und so ging Jesus hinab an den Jordan mit den vielen, die sich aufrütteln ließen von Johannes. Ja, das heißt auch, er ist da, wo Menschen neu beginnen wollen. Solche, die neu anfangen wollen, die sind seine Gemeinde. Er geht dahin und er verlangt die Taufe für sich, eben dieses Untertauchen. Damals versteht das niemand von den Menschen, die zugegen sind, aber später wird es deutlich, dieses Untertauchen, das bereits auch auf sein Sterben verweist. Nicht auf ein friedvolles Sterben nach einem erfüllten Leben, sondern Sterben nach schwerem Leiden, ein bitterer Tod, uns zugute, viel, viel mehr als nur ein Lebensbeispiel, eben sein Heilandsdienst, wieder Jesaja, der zweite Jesaja, fürwahr,
Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Um unserer Missetat willen ist er verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Auf dass wir Frieden hätten. Das will Jesus. Darum sagt er, lass gut sein. Lass es jetzt geschehen. Taufe mich. Und dann, als Jesus auftaucht, lesen wir, da geschah, Markus sagt sogleich, ohne jede Verzögerung, Lieblingswort des Evangelisten, da geschah sogleich eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Man kann meinen, wenn man es liest, wenn man das Evangelium hört, ach, da war's für alle deutlich. Das ist Gottes Offenbarung, die hier Ostern vorwegnimmt. Alle haben gesehen, wie der Himmel sich auftut, alle haben es gehört, alle haben diese Taufe, nein, dieses Herabkommen des Geistes fast körperlich wahrgenommen. So kann man meinen, aber so war es nicht. Jesus hat es wahrgenommen. Und von den Menschen, die dabei waren, wohl einzig Johannes der Täufer, der hat es erfasst. Ansonsten aber gilt, was später Johannes, der vierte Evangelist, sagt, das war das wahre Licht, aber die Welt erkannte es nicht. Erst als Jesus am Kreuz stirbt, erst da, erst als er den ganzen Weg gegangen ist, kann als erster ein römischer Befehlshaber sagen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Die Stimme hier, die er geht bei der Taufe, es mag sein, dass die Menschen sie hören, aber verstehen tun sie es nicht. Jesus in der Wüste, der dritte, der letzte Punkt. Unmittelbar nach der Taufe muss Jesus in die Wüste. Das Muss ist wichtig. Bei der Taufe, gerade erst, hat er Geborgenheit in Gott erlebt, hat das wieder ganz deutlich zugesprochen bekommen, du bist mein lieber Sohn, an dem mein Herz sich freut. Aber jetzt, sogleich nachher, treibt ihn der Geist Gottes in die Wüste. Und jetzt muss ich es vielleicht einmal wieder sagen, Wüste hier, wie sehr oft in der Bibel, nicht Sandwüste, nicht Sahara, Dünen, sondern einfach ein karges Gebiet, Eremos, wir kennen es vom Wort der Eremit, eine leere Gegend, lebensfeindliche Gegend. Da treibt ihn der Geist hinaus, heißt es bei Markus, Deutsch. In der deutschen Übersetzung, wenn man nachliest, in der griechischen Fassung, ist es sogar noch stärker. Es heißt wörtlich, der Geist warf ihn hinaus. Steht so da, Ekballei, er warf ihn hinaus. Ein Rauswurf. Innerhalb der Bibel denkt man vielleicht an die Vertreibung aus dem Paradies. Und wieder sträubt sich etwas in einem, wie das? Jesus, rausgeworfen. Warum eine solch harte Wortwahl? Ja, der Evangelist will damit zeigen, Jesus musste dahin. Das ist Teil des ihm aufgetragenen Weges. Es ist eben nicht so, das könnte man ja auch meinen. Es gibt solche Auslegungen, aber ich halte die für falsch. Es ist nicht so, dass Jesus sich zurückziehen wollte, dass er vielleicht sagte nach der Taufe und diesem gewaltigen Erlebnis der Gottesstimme, jetzt brauche ich, wie das heute so heißt, eine Auszeit. Jetzt will ich alleine sein und das erst einmal verdauen. Nein, das ist es nicht. Sondern indem Jesus in die Wüste geht, unterzieht er sich dem Willen Gottes. Er lässt sich buchstäblich in die Wüste schicken.
Ja, das ist schlimm, wenn wir in der Bibel zu Hause sind. Da gab es den Brauch, ein Tier, unschuldig natürlich, symbolisch mit Schuld zu beladen und in die Wüste zu jagen. Das ist der sogenannte Sündenbock, von dem man bis heute redet. Den jagte man raus, das arme Tier. Und jetzt wird Jesus hinausgeworfen. Und wir sagen es bis heute, wenn wir so richtig genug haben von einem Menschen, wenn die Beziehung nicht mehr klappt und wir Schluss machen wollen, dann schicken wir jemanden in die Wüste oder auf den Mond. Das ist dasselbe. Also das ist schon sehr hart. Weg, schicken, entlassen, rausschmeißen in eine lebensfeindliche Umgebung. Und es kommt noch schlimmer. Es kommt noch viel schlimmer. Die Wüste, in die Jesus geworfen wird, ist Versuchungswüste. Es ist eben nicht so, wie schon gesagt, wenn wir eine besondere stille Zeit wählen, eine Art Fasten, pilgern auf einem Weg und denken, dann bin ich einmal weg von den Verlockungen der Welt. Eben gerade nicht, in der Wüste hockt der Teufel. Und das gehört auch zum Heilandsdienst Jesu, dass er das sich gefallen lässt, denn was niemand von uns könnte, kann er. Er besteht diese Probe. Der Hebräerbrief wird sagen, es ist nicht so, dass er nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Vielmehr kann er's, denn er ist in allem versucht worden wie wir. Und nicht allein versucht worden, sondern er hat's bestanden. Uns erlaubt Jesus, weil er es auf sich genommen hat und stellvertretend tut, uns erlaubt er zu beten, immer wieder, führe uns nicht in Versuchung, Herr unser Gott. Wir müssen das nicht, er hat es für uns bestanden. Und damit man merkt, was das bedeutet, heißt es dann im Evangelium, und die Engel dienten ihm. Er hat es bestanden, er hat den Frieden hergestellt und erworben. Komme zum Schluss. Durch solche Versuchung, Versuchung des Teufels, müssen wir nicht, sehr wohl aber, und das wissen fast alle auch hier in der Kirche, ist es so. Einmal werden wir wissen, warum, jetzt müssen wir das einfach hinnehmen. Ist es so, dass Wüstenzeiten uns nicht erspart bleiben? Teufelsversuchung ja, Wüstenzeiten aber nicht. Aber seht, da ist jetzt auch ein Beispiel. Wir dürfen darauf vertrauen, wo Gott wirkt, ist Sinn. Wo Gott wirkt, ist Sinn, ganz egal wo, auch in der Wüste. Wenn er eine Wüstenzeit zumutet, geschehen lässt, dann ist das nicht nur Lehre mit zwei E, sondern womöglich auch Lehre mit EH. Da kann ich etwas lernen in solchen Wüstenzeiten. Da geschieht es vielleicht, dass ich entdecke, was unser Lied sagt. Wir werden es am Ende des Gottesdienstes hören, dass Gott selbst in Wüstennot Quelle und Brot ist, dass sein Segen uns hindurchträgt. Amen. Thank you.
mit dem Bekenntnis von Pfarrer Markus Jenny bekennen jetzt wir unseren Glauben. Wir glauben an Gott, den Vater, unseren Schöpfer, der alles in seiner allmächtigen Hand hält. Wir glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren Erlöser, der uns für Gottes Reich freimacht. Wir glauben an den Heiligen Geist, von Gott gesandt, unseren Tröster, der uns reinigt und in der Gemeinde Christi sammelt. Wir glauben an den einen Gott, der uns liebt, erneuert, sendet. Amen. Gestern haben wir Abschied genommen von Elisa Scheidecker, in den letzten Jahren zu Hause in Orsellina in der Casa Montesano, verstorben im Alter von 98 Jahren. Ich sah, schreibt der Johannes der Offenbarung, einen neuen Himmel und eine neue Erde und hörte eine große Stimme. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Klage, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Die Kollekte später am Ausgang, die ist wie sehr oft bestimmt, auch heute für unsere Kirchgemeinde hier. Danke für Ihre Großzügigkeit. Ich danke sehr fürs Mitwirken im Gottesdienst, besonders dir Bea und dir Miriam. Vielen Dank. Sehr, sehr oft, so sind wir es uns gewohnt, bleiben wir beim Orgelausgangsspiel noch sitzen, um dieses ganz zu hören. Aber heute hast du mir, Miriam, gesagt, das jetzt gewählte Spiel für den Schluss, das ist eigentlich ein Spiel zum Hinausgehen. Und darum soll es heute auch so sein. Wir gehen nicht allzu schnell, damit wir es wirklich noch hören, aber wir gehen gleich nach der Segensbitte hinaus. Die deutschsprachigen Gottesdienste am kommenden Sonntag, das ist der 24. Januar, in Monti zuerst um 8:15 und dann hier um 10.30 Uhr, die hält beide Pfarrerin Dorothea Wiemann. Im Vorraum draußen ist auch ein Blatt, dieses Blatt immer mit dem offenen Tor für unseren Gemeindeteil, und da sind alle Gottesdienste der nächsten Zeit und auch die Bibelabende der nächsten Zeit aufgeführt. Das sind die einzigen Veranstaltungen, die derzeit erlaubt sind, eben Gottesdienste. Alles andere muss immer noch warten. Für alle Menschen beten wir. O Vater, wie für uns zu dir, gib, der du aller Vater bist, gib jedem, was ihm heilsam ist. Himmlischer Vater, wenn wir das Evangelium hören und
zulassen, dass es uns berührt, wird unsere kleine Wirklichkeit weit. Und doch, du kennst uns ja und weißt es, und doch ist es so, dass das Alte, das Gewohnte beharrlich ist und uns nicht leicht freigibt. Darum bitten wir, wirke du durch den Heiligen Geist an uns, dass das Evangelium Jesu Christi unser Leben tatsächlich neu schafft. Lass es geschehen, dass uns das Herz aufgeht dafür, wie seine Liebe uns sucht und erlösen will. Himmlischer Vater, für alle Menschen bitten wir, wie für uns. Für alle Menschen beten wir, wie für uns, zu dir. Ganz besonders für die, deren Not du allein siehst und lindern kannst. Gib ihnen, gib uns allen, was jedem heilsam ist. Dir sei Lob und Ehre, dir sei Dank für deine Gnade und große Treue. Du sandtest deinen lieben Sohn für alle von des Himmels Thron. Verbreite stets sein Licht und Recht beim ganzen menschlichen Geschlecht. Soweit es für Sie gut möglich ist zu stehen, möchte ich bitten, jetzt aufzustehen zum Gebet, zu der Liedmelodie, die wir noch hören werden, und zu Sendung und Segen. Wir beten mit den Worten Jesu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Wir stellen uns unter Gottes Segen und bitten darum, dass er es gelingen lässt, dass wir ein Segen sind für andere. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und dieser Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.